So, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt eure Aluhüte aufgeschnallt, denn jetzt geht's wieder los. Und ich sag ganz ehrlich, so gut wie jetzt standen die Mario Odyssey DLC, aka Mario Sunshine, Isle Delfino Sterne, noch nie am Himmel. Für alle, die es nicht wissen, um 0 Uhr heute, also vom 4. auf den 5. September, ist eine Nintendo Direct. Natürlich ist das wieder extrem spät, viele werden es erst am Morgen sehen, aber es könnte sein, und diesmal ist es nicht nur reine, aus der Luft gegriffene Spekulation, sondern es gibt schon einen Hinweis von Nintendo, dass eventuell das, wovon ich euch schon seit 2 Jahren die Ohren voll heul, eintrifft. Und zwar das Mario Sunshine DLC für Mario Odyssey. Und ich bin einfach nur gehypt auf diesen Moment. Und wenn es passiert, werde ich natürlich ein Fazitvideo hochladen. Aber erstmal zu den Fakten. Wie komme ich denn darauf, dass direkt heute bei der Direct etwas jetzt zu Mario Odyssey kommen soll? Dazu muss man sagen, dass am 22.08., also vor circa 2 Wochen, Nintendo einen Tweet rausgehauen hat. Und zwar auf dem Nintendo of America Account, auf dem offiziellen Nintendo Account auf Twitter. Dieses Bild, was ihr hier seht, ein nie dagewesenes Render von Mario, also kein altes Bild von Mario, was man irgendwie kennt, sondern ein neues Artwork, wo Mario ein Hemd anhat und eine Melone isst, die wir auch aus Mario Sunshine kennen, die Melone natürlich. Und oben steht halt übersetzt, no matter where your summer odyssey took you, wo natürlich das Schlagwort Odyssey schon drin ist, we hope it was filled with sunshine. Also egal, wo dich deine Sommer-Odyssee hinführt, wir hoffen, sie ist mit Sonnenschein gefüllt. Also es ist einfach so angeteased und es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo sowas macht. Nintendo hat sowas oft gemacht, alleine bei Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli hat Nintendo auch schon sowas durchgezogen mit den Tweets und mit den Ankündigungen, immer versteckte Evolis überall und Pikachus. Und alleine dieser Satz, egal wo dich deine Odyssee hinführt, wir hoffen, sie ist mit Sunshine gefüllt, lässt einen ja nur spekulieren. So, und dann wird einige Tage später eine Direct angekündigt, die heute Nacht ist, Leute, ich sag ganz ehrlich, ich sag zwar immer, es muss kommen, aber wenn es heute Nacht angekündigt wird, ich drehe so durch. Und die Chancen starten noch nie besser, deswegen schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Viele in der Community sind sich einig, beziehungsweise viele denken, es wird ein Mario Sunshine Remake oder HD Remake Remastered oder wie auch immer angekündigt. Aber ich denke, der Text von Nintendo ist diesbezüglich eigentlich eindeutig, dass es einfach ein Odyssey-DLC sein wird. Auch wenn es eigentlich unrealistisch ist, da sagen wir, das kommt vielleicht dieses Jahr noch. Obwohl ein Mario Sunshine-DLC, also was das Oberthema Sommer hat, im Winter zu releasen, ist auch schon ein bisschen weird. Aber damit jetzt noch ein Jahr zu warten, bis nächsten Sommer 2020, wäre auch irgendwie komisch, weil Mario Odyssey kam halt 2017. Und 3 Jahre, nachdem ein Spiel released wurde, noch ein DLC rauszubringen, ist eigentlich nicht so üblich in der Spielebranche. Deswegen, ich bin gespannt. Man darf, wie gesagt, nicht alles immer nur einseitig sehen und sagen, ja, es kommt, die Hinweise sind da, sondern Leute, ihr kennt Nintendo, die Erwartungen sind immer hoch und am Ende ist nichts erfüllt. Aber man muss auch dazu sagen, Directs sind einfach irgendwas, was Nintendo einfach selber macht. Es ist special. Microsoft und Sony machen keine richtigen Directs, obwohl Sony damit jetzt auch langsam anfängt. Realistisch wird aber sein, dass wir eventuell etwas noch zu Pokémon sehen, vielleicht neue Pokémon, vielleicht Entwicklungen, Animal Crossing Gameplay, sowas in der Art ist realistisch und sonst vielleicht noch irgendwelche Ports, die auf die Switch kommen. So, alles, was noch dazu kommt, ist natürlich Bonus, wie jetzt zum Beispiel das lang erwartete Mario Odyssey Sunshine DLC. Wenn das kommt, Leute, bin ich einfach überglücklich und dreht durch. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Link zu der Direct ist auch in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.